Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier bei Nacht im Kokiri, weil da wir im letzten Part ein bisschen nach Skulltulas gesucht haben, beziehungsweise diese Käfer in die Wundererbsen-Plattform getan haben, denn da erscheinen scheinbar auch goldene Skulltulas. Was ist scheinbar? Natürlich wusste ich das schon, aber es ist halt komisch unlogisch oder wie man sagen möchte. Gut, wir haben mittlerweile 55 Skulltulas, auch wenn ich auf den Stein des Wissens gehe, warum nicht? Wir müssen jetzt eigentlich zum Schattentempel nach Kakariko oder haben die freie Meinung, Entscheidung, dass wir zum Gerudo-Tal bzw. zur Gerudo-Festung gehen? Ich glaube, ich werde jetzt zur Gerudo-Festung gehen. Ich möchte einfach beide Dungeons vorbereiten, damit wir die schnell nacheinander machen. Dann nähern wir uns den letzten optionalen Sachen, den extra Skulltula-Part, den ich schon 10.000 Mal angesprochen habe. Und dann geht's ins Finale. Ja, also Queen of Time ist nicht mehr sonderlich lang. Ich quatsche einfach mal über das Lied, das haben wir jetzt so oft schon gehört, also... Naja, ich werde jetzt erstmal erwachsen, ne? Weil, muss mal nötig werden. Ich meine, ich spiele Kinderspiele wie The Legend of Zelda Ocarina of Time, ne? Quatsch, Vorurteile und so. Nicht nett. Nicht nett. Gut, was wollte ich noch gesagt haben? Und zwar die nächsten Parts übrigens, also die letzten Parts von Perle und Ocarina of Time, die sind ja beide nicht mehr so lang, die Projekte, werden wahrscheinlich, hoffentlich halte ich es ein, 15-Minuten-Parts werden. Denn dann sind die Dateien natürlich noch etwas kleiner und meine Uploads sind daher, ich sag mal, regelmäßiger. Denn, ja, Videos sind kleiner, gleich schlechte Leitung, trotzdem nicht so überlastet. Da ich nur eine 6K-Leitung habe und das soll irgendwann auf 16K umsteigen, dann gibt das natürlich wieder 20 Minuten Videos. Und auch wenn es dann irgendwie eine Größe von 1,6 GB hat, das kann ich einfach flott hochladen, das ist dann toll. Auch Livestreams und so gibt's dann. Und vorneweg hier gerade, auch wenn es in Perlflasche wahrscheinlich besser kommen würde, Werbung für mich zu machen, da, ich sag mal, das Projekt schon mehr gesehen wird. Ich habe aktuell mir einen Twitter-Account erstellt. Ja, ich habe jetzt auch Twitter. Seht ihr oben am Banner, rechts in dem fucking Google Plus. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Ich werde ab und zu mal ein bisschen Shit posten, also wie man es so macht. Tweeten, Profilbilder oder allgemein Fotos und eben neueste Sachen zu so Let's Plays, vielleicht noch ein paar Teaser auf kommende Dinge und ja. Gut, schön, wenn ich immer so provisorisch einfach lache, obwohl es nicht lustig ist oder ich keinen Grund zum Lachen habe. Aber egal. Also, wir wollen natürlich jetzt über den Marktplatz schnell raus auf die Hylianische Steppe, damit wir dort das Zombie abschlitzen. Tschüss. Ich habe gar nicht gesagt, was wir im letzten Part gemacht haben. Doch, haben wir. Skulltulas, genau. Ja, und nochmal 2 Herzteile gefunden, aber das ist nebensächlich, ne? Weil wir brauchen doch keine Herzteile. Ich meine, wir hätten noch 3 Hard Run machen können und... ja, ich habe es noch nie probiert, aber theoretisch könnte ich das ja mal machen. Also ich meine, so schlecht bin ich nicht. Egal. Ich schnappe jetzt Epona und reite zum Gerudo-Tal. Ich glaube, da gibt es auch noch als Erwachsener 1, 2 Skulltulas. Ich denke, das sollte fit gehen und so. Machen wir, ne? Machen wir. Und wenn ich jetzt wirklich 15 Minuten einhalte, haben wir noch knapp 12 Minuten. Das ist ein bisschen irritierend, weil normalerweise hätte ich jetzt einfach noch knapp 20 Minuten, wenn ich wirklich so etwas über 20 Minuten Parts machen, so 20 bis 23 Minuten war so meine Spanne meist. 25 Minuten ist dann schon Überlänge, wobei auch eigentlich 20 Minuten das Limit ist und 23 Minuten wäre Überlänge, aber ich habe ja meist überzogen. Da ich lieber längere Parts liefere, denn ich bin selbst ein bisschen enttäuscht immer, wenn ich dann regelmäßiger hochladen würde, wäre es kein Ding, aber wenn man dann wirklich Tage auf dem Projekt warten muss, zum Beispiel alle 2, 3 Tage kommt das Projekt, was man sehen möchte, und dann ist ein Part 15 Minuten lang oder kurz, das ist natürlich ein bisschen... Also ich mag sowas persönlich lieber nicht und ich hoffe, bei euch geht's trotzdem klar. Sonst mache ich die Parts halt länger, aber sonst würde ich erstmal in Zukunft bei 15 Minuten Parts runtergehen, denn so kommt was regelmäßiger. Ich glaube, regelmäßiger ist gut. Regelmäßigkeit wäre bei mir aktuell wieder ein bisschen gefördert besser. Und mein Deutsch auch, weil gefördert besser hintereinander. Naja, ich schreibe ja. Ich würde mal sagen, wenn ihr es heute seht, morgen ein Kompetenztest im Fach Deutsch. Naja, nicht in Geografie, ne? Auch wenn ich das Fach nicht habe, aber egal. Also... ich müsste eigentlich ein bisschen Deutsch lernen. Ob es der Aussprache wegen ist oder eben wirklich der Kompetenz, der Grammatik etc. Schnell absteigen, Link. Da ist eine Skulltula, die will ich noch haben. Ach ja, die sterben ja mit einem Schuss. Kann ich es noch schaffen? Also nicht diese Skulltula zu bekommen, sondern noch eine andere. Lass es nicht Tag werden, lass es... okay. Ich mache hier nochmal gerade Nacht, denn ich glaube, da hinten war noch eine. Oder habe ich die mir im Boomerang schon geholt? Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich rausfinden. Also von daher ist das ein drittes Gesicht. Ha, weil nicht und Gesicht, ja. Top-Reim, so muss das sein, finde ich fein. Das ist genauso ein Müll.
Sculptor, bist du da? Nee, dich habe ich, glaube ich, schon mit dem Bumerang geholt, als kleiner Junge. Oder? Nee, nee, als wir hier waren, glaube ich, als wir das zerbrochene Bekoron-Sword bekommen haben. Kann auch sein, irgendwie so war das doch. Ich mache mal hier die Felsbrocken kaputt. Bam! Und bam! Nichts. Und da auch nicht. Aber hier ist sicherlich eine kleine Schatztruhe. Erstmal alle kaputt machen. Wer weiß, ob da nicht noch eine Skulltie versteckt ist. Nö. Okay. Let's open this. 50 Rubine. Yay. Total nötig, weil nicht zu viele Rubine. Nein, nein. Wir werden hier immer schön los. Ich weiß. Ironie. That Ironie. So. Ganz kurz gucken. Können wir auch gucken, ob hier im Geruta schon alle sind? Nee. Haben wir immer noch nicht alle. Wo haben wir denn eigentlich mal alle Skulltulas? Ernsthaft nirgendwo? Nicht mehr auf der Lon-Lon-Farm. Wow. Habe ich da wirklich eine vergessen? Aber nur mal so für mich zum Nachgucken. Wo ist denn hier noch eine Skulltula? Die müssen wir ja auch langsam alle beisammen kriegen. Ah ja, also wer es nicht wusste, man kann ja auch mit dem Greifhaken Enterhaken. Wobei, ich glaube, nur mit dem Enterhaken. Der Greifhaken dürfte zu kurz sein. Natürlich kann man es auch Epic-like eben machen, weil da sind wir mit Epona drüber gesprungen, ne? Bist du eine Skulltula? Nein, du bist ein brauner Stein, aber dahinter hätte ja eine Skulltula sein können. Ich weiß leider auch nicht, wo alles ist. Guck mal, der eine Stein da ist so ein bisschen im Boden, so halb. Ich glaube, da geht's rein. Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Ist vielleicht da hinten eines. Ich habe gerade meinen Hammer gesehen. Das sah kurz komisch aus. Ich wette, der Stein hat damit was zu tun. Ich meine, der ist nämlich. So, Metallern kann man nicht sagen, aber der ist Silber. Der kann auch nicht vom Hammer zerschlagen werden, auch nicht von Bomben. Also der ist noch schwerer als die braunen Steine, die man schon nur mit dem Hammer kaputt kriegen kann. Aber wir werden schon Items bekommen, womit das noch alles möglich sein wird, ne? Also so ist es ja nicht, meine Freunde. Wieso lache ich eigentlich die ganze Zeit immer so provisorisch dumm? Ich weiß es nicht. Entschuldigung, aber ich mache es einfach und ich hasse es selbst irgendwo. Naja. Gut, Epona, let's ride together. Oh Gott, das klingt auch so falsch. Oh. Na gut, Zimmerleute interessieren mich jetzt. Ich möchte weiter mit der epischen Mucke zur Gerudo-Festung. Nur Frauen überall und ein Link, der Stecher genannt wird. Badadadam. Das ist die Gerudo-Festung. Oh Mann, überall Frauen. Die sind aber alle rotarig. Ihr werdet mich bestimmt nicht sehen, wenn ich hier mit Epona lang reit. Ich bleib nicht stehen. Oh, crap. Ah, gut, Freunde. Damit endet The Legend of Zelda. Was? Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe! Okay, ich muss leise sein. Damit endet das Let's Play von The Legend of Zelda Majora's. Was? Majora's Mask? Ocarina of Time. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Spaß. Natürlich sind wir hier nicht für immer eingesperrt oder sowas, sondern wir können einfach uns hier hochziehen. Freiheit, ihr dummen rothaarigen Frauen. Und das ist natürlich jetzt nicht diskriminierend an alle rothaarigen Frauen auf dieser Welt, sondern nur gegenüber den Gerudo-Kriegerinnen. Entschuldigt das. Oder meine Versprecher allgemein. Egal, ich werde einfach hierüber gehen. Springen. Rollen. Irgendwie so, ne? Ich liebe diesen Teil der Festung. Beziehungsweise ich liebe den Teil des Spiels, und zwar die Festung. Denn es ist einfach so schön undercover und das liegt mir eigentlich gar nicht mal so übel, ne? Bam! Bam! In your face! Gut, dann gehen wir schnell hier hoch. In The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D sollte hier irgendwo ein Skyward Sword Poster versteckt sein. Und es gibt davon 3 Stück, glaube ich, im Spiel. Also kleine Easter Eggs bezüglich anderer Zelda Games, also eben Werbung für andere Product. Kein Deutsch. Werbung macht Nintendo für sich selbst. Mein Grammatik! Mein Gott, ich kann den Test morgen nur verhauen. Diesen Kompetenztest oder in Klammern in. Also in Klammern in und dann kommt Kompetenz, das, ne? Verstehen schon. Wieder mein provisorisches Lachen, weil ich dumm bin. Und yay, wir kommen hier ran. Was ist hier drin? Etwas, naja, sagen wir mal, von mir Geliebtes.
Und zwar habe ich den Tipp schon gut genug gegeben. Es ist ein Heartpiece. Finde noch ein weiteres und wir haben schon den 17. Container. Fehlen uns nur mehr noch 5 Herzteile. Und hier leuchtet es übrigens so grünlich, also es ist die Fee. Ich sollte aufhören zu lachen. Und das heißt folgendes. Ba, 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 ba. Dumme Vogelschaschenpolke. Hallo, na? Wie geht's? Ja, damit hätte man sich hier rüberziehen können, also mit der Vogelscheuche. Aber gut, das ist nicht das Ziel, also das einzigste Ziel hier in der Gerudo-Festung. Ach man, Link, du hast es doch geschafft, erst. Egal, und zwar wollen wir hier auch was erreichen. So dumm es auch klingt, aber Miese will was erreichen, was schaffen. Ja, erstmal Fall an die Wand. Ist bestimmt nicht aufmerksam, also die Frau sieht den Fall nicht, so meinte ich das. Psst, ist da jemand? Nope. Hallo. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. Du bist genauso groß wie ich, so etwa. Wieso kleiner? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Rille, hübsche Frau, Hallöchen. Na? Das ist eine Gerudo-Kriegerin. Attackiere sie, so wie sie ihre Deckung vernachlässigt und hüte dich vor ihrer Spezialattacke. Ja, die hat's wirklich drauf. Okay, die wurde komischerweise noch getroffen. Na? Nein! Meine Spezialattacke kannst du abkriegen. Den Sprungattacke. Ja, ich. Die hechelt schon. Cool. Die hätte doch sitzen können. Egal. Haha, du bist down. Tschüss. Und das gibt einen kleinen Schlüssel. Yay. Wir haben ihr mal richtig gezeigt, wo es lang geht. Also der Mann in der Haus. Wortwörtlich, weil hier gibt es keine anderen Männer, außer eben diese 4 Typen hier. Und uns. Und die Typen sind ja eingesperrt, von daher. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Rassistisch. Also von Frauen gegenüber Männern. Aber wir haben es verdient, ne? Damals waren immer die Frauen, die unterdrückt wurden und jetzt werden die Männer unterdrückt. Die Gerudo-Kriegerinnen sind schon so dominante Damen. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Die Gerudos sind schrecklich ungehobelt. 3 meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Ich mag es obligatorisch, wie der jetzt hier einfach rausrennt und keiner ihn sieht. Ich muss den übelsten Undercover-Shit-as-hell machen. Und der läuft da jetzt einfach durch, stapft an den ganzen Soldatinnen vorbei, Kriegerinnen und Wächterinnen oder was auch immer. Und er wird einfach provisorisch nicht gefasst. Oh, guck mal, die ist auch noch betäubt. Ja. It's raping time und so. Nein, Quatsch. Und ja gut, wo gehen wir weiter? Es gibt nämlich bestimmte Wege, die man ablaufen muss. Nicht überall findet man einen dieser, naja, Zimmermänner. Ich habe den Namen halt gesucht, deshalb naja. Denn es sind ja auch einfach viele verwirrende Gänge. Aber irgendwo, ouch, ich hab's gegen den Tisch gehauen, genau. Ich habe gegen den Tisch gehauen. Und das dürfte man vielleicht auch hören in der Aufnahme und so. Und du auch. Ja, das sieht toll aus. Das sieht wirklich toll aus. So, ziehen wir uns mal schnell rüber. Kann man auch so machen, man kann auch unten vorbeilaufen, aber wir machen es so. Why not? Hauptsache einfach so. Und die andere wird eingefroren von meinem Enterhaken, der eigentlich gerade mal in den kleinen Zeh getroffen haben könnte, aber egal. Diese Damen sind halt leicht zu bezwingen, irgendwie. Okay, hier ist auch keiner. Hiermit kommt man oben aufs Dach, wo wir eben waren. Hier sind wir, glaube ich, gerade rein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irren sollte. Okay, hier gibt es den nächsten Kampf. Ihr müsst halt wissen, über wo diese Zellen sind, sind natürlich auch Zimmermänner und eben auch die Kriegerin. Hey Kleiner, dich meine ich, schau hier in die Zelle. Warum redest du so bluesmäßig? Ach Gott, egal.
Ich weiß zwar nicht, oh, du hast einen Afro, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Einfach mal. Wow. Nein! Aha! Ich sehe nichts. Peil sie doch an. Ich finde die eigentlich mal gar nicht so unattraktiv, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht ein Fetisch, ist das, aber es ist eine starke, dominante Frau, die mit zwei Säbeln kämpft und ziemlich beweglich ist. Also, Entschuldigung, dass ich einfach mal so offen sage, aber ich finde das gar nicht mal so schlimm. Unterschätze uns nicht. Ja, genau, wegen dem Rückwärtssalto nach hinten geflogen, dann so auf die Knie. Super, den haben wir nicht gerettet, aber na gut, der andere ist noch frei, wir können es einfach hier oben reinstellen und sagen dann, das war der heutige Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time, wir haben es eingehalten, 15 Minuten mit Abmoderation bei 16, aber gut, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und im nächsten Part rocken wir dann hoffentlich weiterhin, oder, na was heißt weiterhin, wir haben noch nicht wirklich was gerockt, wir rocken auf jeden Fall die Gerudo-Festung, nachdem wir die alle drei down geschossen haben, passt auf, jetzt, ja. Tschüss. Okay, bis zum nächsten Mal bei Ocarina of Time. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt, und tschüss. Yay!